Naja, jetzt werden wir herausfinden, ob der Nehammer und der Kickl gemeinsam dieses Land verändern wollen. Ich würde sagen, es ist ein schwieriges Verhältnis. Ja. Es war einmal ein recht gutes und dann ist da etwas passiert, wo ich eine andere Wahrnehmung der Dinge habe als Karl Nehammer. Sie werfen mir ja vor, dass da... Strache wollte das Land verkaufen. Unterschiedliche Wahrnehmungen. Das kann ganz Österreich. Kann man so oder so sehen. In 2 Jahren der Corona-Pandemie, dort haben Sie sich und alle Ihre Regierungsmitglieder dieser schlechtesten Regierung der Zweiten Republik in einer unglaublichen Art und Weise radikalisiert. Sie haben versucht, dieses Land aus einem Normalzustand, aus einem demokratischen, in einen totalitären Ausnahmezustand zu überführen. Und Sie haben es mit den Corona, Maßnahmen ja. in ihrer Radikalisierung bis zum Exzess getrieben. Gerne. So deutlich muss man das ja sagen. Immer der Opener ja, mit ja. Corona. Ja, klar. Es woanders gegeben hat. Ich denke an einen Lockdown für Ungeimpfte. Nichts anderes als eine reine Schikane gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und man hat das Gefühl gehabt... Ist, glaube ich, noch da bei den Leuten. Ja, also sozusagen auch gerade im Land und so. Emotionalisiert sich ja noch viele. Ja, also... ein Thema, das Sie natürlich am liebsten verräumen möchten, aber je mehr die Evidenz gegen Sie gesprochen hat, desto radikaler sind Sie geworden. Und damit man mir jetzt nicht vorwirft, dass ich das sage, es gibt ja einen entsprechenden Videoauftritt. Was aber natürlich auch heißt, dass Kickl sich dann der ÖVP ja extrem billig anbietet. Ja, also wenn ich mir Schwarz-Blau in Niederösterreich anschaue, da hat er in den Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ, die SPÖ hat ja 5 Forderungen aufgestellt, die auch Geld gekostet hätten. Kickl wollte einfach 30 Millionen Corona-Fonds, das ist nichts. Ja. Und mehr, also, oder Landbauer in Niederösterreich, ja, und den hat er auch bekommen, aber mehr nicht, ja. Also, das ist eigentlich sehr billig und die ÖVP kann eigentlich machen mit dem Geld sonst, was sie will. Und man hat ja auch gesehen, jetzt beim Wirtschaftsprogramm der FPÖ, das ist ja auch schon sehr eine ausgestreckte Hand Richtung ja, das, ÖVP. Das hätte ein ÖVP-Programm sein können, ja. Diese Corona-Politik, die uns Kickl gerade vorgetragen hat, natürlich mitträgt. Eine andere ohne Herrn Kickl sein. Also zunächst einmal, glaube ich, zu dem Punkt, der sehr schon jetzt schon auch zeigt, wo wir uns total unterscheiden, Volkspartei, FPÖ und ich als Karl Nehammer gegenüber Herbert Kickl. Die Pandemie war mit Sicherheit einer der größten Herausforderungen in der Geschichte der Zweiten Republik und es war ein Herbert Kickl, der lauthals einen Shutdown gleich am Anfang gefordert hat und ihm war jede Maßnahme zu wenig und zu kurzgreifend. Und Politik aus meiner Sicht zeichnet sich dadurch aus, indem man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Und ich bin der Erste, Herr Kickl auch, und das habe ich mehrfach schon getan, und wir sind die einzige Bundesregierung innerhalb der Europäischen Union, die sich auch bereit war, eine Überprüfung zu stellen, wie denn die Pandemiepolitik war, die einen Bericht hat anfertigen lassen, wo alle Schwächen aufgezeigt worden sind, von Medien, Politik und auch Wissenschaft. Aber das Entscheidende ist, und das lasse ich mir auch eben von einer Polemik in einem Wahlkampf nicht nehmen. Wir haben Fehler gemacht bei den Entscheidungen, aber wir haben entschieden. Stellen Sie sich vor, wir hätten nicht entschieden. Und das, was ganz wichtig ist, die Grundlage jeder Entscheidung war immer, Menschenleben zu retten. Wie sind die Intensivstationen belastet? Ich war selbst hier angesprochen, denn hier haben wir, dass der Herbert Kickl fährt ja das Programm Hauptsache dagegen oder dafür, je nachdem, das, was alle anderen sagen, das will ich nicht. Oder andersrum, weil als niemand einen Lockdown wollte, hat er als erstes geschrien, Lockdown her. Als niemand Masken wollte, hat er gesagt, Masken her. Und als alle gesagt haben, jetzt machen wir Lockdown, hat er gesagt, na bitte nicht. Naja, wie dann die, diese, wie hieß sie, MFG, nein. Ja, ja, so doch ähnlich, noch ja. MFG, ja. Die Folge gab es ja auch. Wie die dann groß geworden ist und er gemerkt hat, okay. Damit kann man was erreichen, ja. Die, wenn ich da jetzt nicht meine Position wechsle, dann kommen die ins Parlament und werden die neue Protestpartei. Da war er dann anders drauf, ja, und hat seine Meinung geändert, sehr, sehr opportunistisch, ja. Voll. Sehr pragmatisch eigentlich. Ja. Wenn man politische Verantwortung trägt, geht man auch immer das Risiko ein, Entscheidungen zu treffen, die entweder vielleicht falsch sind oder notwendigerweise die Menschen belasten und zu keinen Popularitätswerten führen. Das habe ich getan und dazu stehen wir, aber wir stehen eben auch zu unseren Fehlern. Das, was die FPÖ nicht gemacht hat, danke, sie hat übrigens das Übliche gemacht, sie hat Angst verstärkt. An all die sie lieben die Kommentare Angst. Im Chat. Es schreiben sehr viele, wie nett es nicht mit uns ist und wie interessant. Sehr lieb. Ja, danke, dass ihr mit dabei seid. Habe ich auch gerade gelesen. Ja. Freut mich. 94 Leute, das freut mich immens. Jetzt fühle ich mich viel Liebe an euch. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig, dass wir den Chat vorher so in der Pause ignoriert haben oder dass die Pause so kurz war.
Worin unterscheidet sich die FPÖ und würde sie sich unterscheiden, wenn Sie sagen, FPÖ ja, aber Herbert Kickl nein? Ich habe immer gesagt, ich kenne viele vernünftige Kräfte auch in der FPÖ. Und das, was ich bei Herbert Kickl erlebt habe, ich war ja selbst Generalsekretär der türkis-blauen Koalition. Ich habe Herbert Kickl im Parlament 6-mal gegen Misstrauensanträge verteidigt. Also ich habe auch seine Veränderung und vor allem meine Erkenntnis nachher als Innenminister zusammenführen müssen in dem, dass ich gesehen habe, dass er sich selbst oder sie sich selbst, wenn ich sie direkt anspreche, einfach radikalisiert hat. Sie sitzt in einer Pressekonferenz. Das ist alles irgendwie so ein bisschen eine Geschichte, die nicht sehr plausibel ist. Ich meine, in Niederösterreich gibt es Udo Landbauer, der FPÖ-Chef, der war in einer Burschenschaft. Dort sind Lieder, oder es gibt zumindest ein Liederbuch, ja, da steht drinnen, vergaßen wir doch die 7. Million Juden. Also wenn der noch akzeptabel ist für die ÖVP, warum Kickl dann nicht? Ja, also absolut. Das Kickl ist sicherlich, Kickl ist ja eigentlich kein Burschenschafter. Ja. Voll. Das, also das haben ja wir am Anfang noch, haben wir auch Leute gedacht, schafft das überhaupt durch, weil eben diese deutsch-nationale Vorgeschichte gar nicht hat. Dem, ich meine, ich weiß nicht, wie er denkt, ja, ob er Nazi ist oder nicht. Ich kenne ihn nicht. Ja. Mhm. Aber sozusagen er ist zumindest nicht bei diesen Burschenschaften dabei, die natürlich schon sehr anfällig für dieses ganze rechtsextreme Gedankengut sehen. Ja. Und das natürlich auch weiter verbreiten und weiterleben. Ja. Und damals war es der Stand der Dinge, dass es rasche Maßnahmen braucht. Ja. Aber die Zeit ist nicht stehen geblieben und es haben sich Dinge um Österreich herum von anderen Regierungen anders entwickelt. Ja. Das, was sie nicht gemacht haben, das war über den Tellerrand der eigenen Strategie zu schauen. Und das ist so verwerflich, weil man damit eigentlich, und jetzt bin ich bei dem, was Sie mir vorgeworfen haben, weil man damit eigentlich etwas Wesentliches tun hätte können, was ich mir von einem Regierungschef erwarte, den Menschen Zuversicht und Hoffnung zu geben. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn ich weiß, dass der Alarmismus des Beginns nicht gerechtfertigt ist, wenn ich weiß, dass diese Bilder von irgendwelchen Särgen und Lastwegen nicht der Realität entsprechen, sondern dass das Gefahrenpotenzial ein deutlich geringeres ist. Wenn ich merke nach Monaten, dass die Lockdowns das Gegenteil von dem bewirken, was sie angeblich bewirken sollten, Kies, okay. Wenn ich bemerke, dass die Impfung nicht der Game Changer ist, sondern dass man sich weiter infizieren und anstecken kann. Und wenn ich vor allem weiß, dass im Grunde genommen ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung wirklich als Person einer größeren Gefahr ausgesetzt ist, dann erwarte ich mir von einer Regierung, dass man das in die Bevölkerung hineinkommuniziert und den Leuten die Angst und die Sorge nimmt. Sie haben bis zum Schluss das Gegenteil gemacht und haben in einer Situation, als jeder andere sich schon von dieser Idee der Impfung als Game Changer verabschiedet hat, die Zwangsimpfung durchgesetzt. Herr Nehammer, das ist Sturheit, ich möchte jetzt nicht sagen Dummheit oder Resistenz, dagegen weiterzulernen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt noch etwas. Herr Kickl, ich schaue immer auf die Redezeit. Ja, aber dass es globalistische, Ansätze gibt, ja, ein paar Fakten bei bestimmten einwerfen. Aber das sind dann so die, also was die Reformen oder die Struktur strukturell für Mein Reisinger ist, sind dann für Kickl so dieses globalistisch und ich warte eigentlich nur auf die Chemtrails. Voll. Völkerwanderung. Ivermectin. Boah, blöd. Pferdeentwurmungsmittel. In eine Regierung. Trotz all dieser Kritik. Ja, Frau Schnabel, wir bewerben uns um das Vertrauen der Bevölkerung. Und Sie haben vorher gesagt, es geht um das, was in den kommenden 5 Jahren sein wird. Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Aber es geht auch um das, was in den vergangenen 5 Jahren war. Denn man soll die Leute jetzt nicht für blöd verkaufen und so tun, als ob sich so quasi alles aufgelöst hätte aus der Vergangenheit heraus. Ich weiß schon, dass das manchen recht ist, aber da gibt es ja Erfahrungswerte, die die Menschen gemacht haben. Wem kann man denn zum Beispiel in diesem Land überhaupt vertrauen? Das ist ja entscheidend, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Und da gibt es eben bei Ihnen ein ganz, ganz großes Defizit. Sie haben ja sogar selbst unterschrieben, Herr Nehammer, dass Sie nicht mehr in der Regierung sein werden, wenn Sebastian Kurz nicht in der Regierung ist. Ich meine, wenn das jemand mit seiner Unterschrift in die Öffentlichkeit hinausgibt und es nicht hält, dann hat er ein Vertrauensproblem. Gut. Replik das, von Herrn Nehammer, der Fairness halber. Und jetzt, Frau Schnabel, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ja, aber wir wollen jetzt einmal den Herrn Nehammer antworten lassen. Aber bitte. Ich war noch nicht fertig. Die Menschen haben jetzt die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit dem zu kombinieren, was gleichzeitig ihre Erwartungshaltung ist. Und dann, glaube ich, werden wir zu einem Punkt kommen, der das Kräfteverhältnis verschiebt. Und dann, wenn wir unser Ziel erreichen und Stärkste werden, dann gehe ich davon aus, dass eine andere Partei verliert. Und es wäre das erste Mal, dass eine Partei, die verliert, sich nicht hinterfragt und sagt, haben wir möglicherweise die falsche Position eingenommen, haben wir die falsche Person an der Spitze und
und haben wir nicht möglicherweise die falsche Strategie eingeschlagen? Das und wissen wir kommen, erst nach dem dann kommt Bewegung in Wahltag, die Sache hinein. Herr ja. Spannend wird es ja, wenn Kickl Erster wird, knapp vor Nehammer, weil dann bleiben natürlich beide. Mhm. Oder auch wenn es umgekehrt ist, dann bleiben eigentlich beide. Es haben beide. Also Kickl hat einen Wahlsieg errungen, der ist dann gesetzt. Und Nehammer ist sozusagen besser als erwartet abgeschnitten. Ja, nicht so stark abgefallen, wie es hätte sein können. Bleibt dann auch. Ja. Da wird es dann interessant. Ja. Also dann muss irgendwer sein Versprechen brechen, ja, wenn sie dann zusammen koalieren. Dass die Überlastung der Intensivstationen nicht das Problem ist. Und das ist ja genau das, was die Politik eben auch von Herbert Kickl kennzeichnet. Er steht am Spielfeldrand, er beurteilt parteipolitisch, was ihm nutzt. Das ist die Angst verstärken. Und muss aber selbst keine Verantwortung übernehmen, so wie ich als Bundeskanzler für 9 Millionen Menschen in diesem Land. Und da gehören alle Gruppen dazu. Da gehören die Risikogruppen dazu, genauso wie die, die weniger Risikogruppen waren. Und das tatsächlich Teuflische am Coronavirus war von Beginn weg, und das wissen Sie selbst auch, dass es immer anders aufgetreten ist. Tödlich, weniger schwere Verläufe, ganz milde Verläufe. Das hat es immer erschwert, auch Maßnahmen zu setzen, trotzdem um Menschenleben zu schützen, auch damit das Verständnis hochzuhalten in der Bevölkerung. Ich verstehe das total. Wir waren selbst betroffen. Ich habe 2 Kinder in dieser Zeit gehabt, gerade klein. Wir haben Homeschooling erlebt, all die Phänomene. Wir haben die Großeltern geschützt, so gut es gegangen ist. Das, was, glaube ich, schon wichtig ist, ist in dem Zusammenhang einfach zu sagen, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Menschenleben retten war das oberste Ziel. Daran haben wir auch uns immer gemessen, ob das gelingt, und das war unser Maßstab. Ich denke auch, weil im Chat gesagt wird, naja, Kickl ist eigentlich gar nicht sympathisch, ne? Wieso wählt man den? Ja, ich denke, die Leute wählen die FPÖ nicht wegen Kickl, also da könnte irgendjemand stehen. Ja, also ob das jetzt Strache ist oder Haider oder wer anderer, ich glaube, die Leute würden die FPÖ trotzdem wählen, ja? Also das ist nicht... Das Interessante ist ja auch, das sagen ja auch irgendwie Kickl, so ja, alle Umfragen, dass auch ganz viele FPÖ-WählerInnen den Kickl auch gar nicht so charismatisch oder sympathisch finden, aber sie wählen halt eben die FPÖ. Ja. Und jetzt bisher ist das ja eher an den ÖVP-Ländern und der ÖVP gescheitert. Aber das ist keine Willkür, dass es gescheitert ist, sondern im Ziel ist man sich einig. Das Entscheidende ist, dass man mit Augenmaß und Vernunft handelt. Ja, das Spannende es geht darum, dass man oder das Interessante ist ja bei dieser Wahl, dass die FPÖ eigentlich keine Konkurrenz nochmal von rechts hat als andere rechte Partei. Es gibt kein BZÖ, es gibt kein Team Stronach, und sie hat sich nicht gerade selbst in Luft gesprengt. Ja. und das ist halt das ist eigentlich die Erfolgskoalition oder die Erfolgsbedingung. Ja. Sie können die Stimmen bei sich konzentrieren. Es gibt keine kleinen Konkurrenzparteien, es ist nur die ÖVP als Konkurrenzpartei. Das ist halt die so ein bisschen die Voraussetzung für ein gutes Ergebnis. Während bei der SPÖ ist halt bei dieser Wahl genau umgekehrt. Ja. Du hast eine KPÖ, die zumindest irgendwie etwas erstarkt ist. Also eine Bierpartei. Die aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist, seit 1955. Und dann hast du noch die Bierpartei, die, finde ich, man sieht sehr stark bei Vlasny, dass er eigentlich ja überhaupt nicht, also ist er gar kein klassischer Linker. Ja. Also was ich bis jetzt von ihm gehört habe, finde ich fast ein bisschen bürgerlich. Ja. Aber er ist natürlich sehr eher attraktiv für diese Wähler links der Mitte, auch inklusive der Neos, und schneidet halt eher da rein, ja, und das schwächt halt die SPÖ, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die SPÖ da in den Umfragen, sofern die richtig sind, weiß man ja nicht, ja, aber warum die da ein bisschen hinter ÖVP und der FPÖ liegt. Ja. Und wo wir neu lernen müssen aus den Hochwasserereignissen, Retentionsbecken bauen, Hochwasserschutz neu denken. Der Wienerwald hat sich so angesogen mit Wasser, dass er das Wasser abgegeben hat und der Wienfluss fast übergegangen wäre. Und genau der Wienerwald ist nicht versiegelt, sondern der Wienerwald ist freie Fläche, atmender Wald. Aber wenn eben 470 Liter innerhalb weniger Tage niederfallen, dann ist irgendwann das Bodenmaß erfüllt im wahrsten Sinne des Wortes und dann geht's über. Und mit diesen Phänomenen müssen wir neu umgehen lernen. Es geht ja um die bebauten, verbauten Böden. Sie haben jetzt ihr Argument geliefert. Niemand. Es braucht auch weiter Wohnbau, Gewerbeparks etc. Ja, er hat zwar in Niederösterreich Karriere gemacht, aber er ist Wiener, gell? Ja. Für ein Limit, eine Grenze, 2,5 Hektar wären ungefähr 3,5 Fußballfelder statt 16 pro Tag, die verbaut werden dürfen. Kickl ist Kärnten, ne? Heißt das dann weniger Supermärkte? Völkermarkt, glaube ich, ist der, oder?
auch sowas. Reihenhäuser an den Ortsrändern. Bin ich mir nicht sicher, ja. Er war jedenfalls in einer, Klasse mit Eva Klawischnik. Was ich gesagt habe, ist, dass wir keine gesamteuropäische Lösung brauchen, dass wir uns nicht unterwerfen dürfen einem planwirtschaftlichen Diktat aus Brüssel, das den Versuch unternimmt, vollkommen verschiedenartige Staaten über einen Kamm zu scheren. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und ich glaube, wir brauchen gerade in diesem Thema, bei diesem Bereich als Österreicher am allerwenigsten Belehrungen aus Brüssel. Ich habe mich dazu bekannt, dass wir freiheitlich im Unterschied zur ÖVP für ein Bodenschutzgesetz sind. Es gibt also alle anderen Parteien, die das wollen. Die ÖVP will das nicht. Und ich glaube, dass Sie ja das Problem richtig angesprochen haben. Das ist natürlich ein Eingriff, sage ich einmal, in die Möglichkeiten der Raumordnung, wie sie die Gemeinden selber vornehmen können. Ja, was da jetzt dann eine Frage, was wird bebaut, was wird als Gewerbe und so weiter gewidmet, das ist eine Spielwiese, möchte ich jetzt einmal sagen, der Bürgermeister. Und weil Sie gerade vorher den Wienerwald angesprochen haben, ich wohne ja am Rande des Wienerwaldes und in einer roten Gemeinde. Da ist die FPÖ schon noch sehr geschickt, finde ich, dass sie solche Themen, ja, wie diese Bodenversiegelung aufnimmt und dann sozusagen auch sich als dafür darstellt, damit sie dann doch irgendwie sich ein bisschen ein grünes Mäntelchen umhängen kann. Oder auch dieses Slogan mit der sozialen Heimatpartei. Jedes Mal, wenn sie in der Regierung sind, machen sie das Gegenteil. Ja, also da sind sie dann klar neoliberal auf der Wirtschaftsseite unterwegs. Aber inszenieren sich immer so, als wären sie eigentlich so eine linke Sozialpartei auch bei diesen sozialpolitischen Fragen. Ja, aber das war irgendwie so das Ding, oder? Also sie treten so gerne sozial auf und eben für die kleinen Leute, damit man halt quasi klassische ehemalige SPÖ-Klientel irgendwie anziehen kann. In der Regierung machen sie dann was anderes. Ja. Wenn man sich jetzt die Wahlprogramme durchliest, jetzt versuchen sie es zumindest nicht einmal mehr zu verstecken, weil wenn man sich jetzt das Wahlprogramm der Blauen durchliest, vor allem im Wirtschaftsaspekt, merkst du, okay, für die kleinen Leute schaut da nichts raus. Nein, es ist ein Wahnsinn. Also ich meine, da beide Parteien, die wir jetzt hier sehen wollen, die Steuern auf diese hohen Konzerngewinne, die es gibt, ja, für die größten Unternehmen Österreichs, deutlich senken. Ja. Also Nehammer will überhaupt einen Steuersatz, das ist quasi, da bist du dann schon ein Steuersumpf. Ja. Das haben nur ein paar wenige osteuropäische Länder in Europa, haben so niedrige Steuersätze. Die will Nehammer in Österreich auch für alle ausländischen Konzerne, die irgendwie herkommen und investieren. Und auch die FPÖ will jetzt irgendwie die Körperschaftssteuer eben noch weiter senken. Da wird halt ein Marc Mateschitz dann noch reicher, aber dem Staat fehlt halt das Geld, um halt eben für die Bevölkerung gute Leistungen anzubieten. Dann wird es wieder kontraproduktiv, weil dann habe ich die Bodenversiegelung, die dann dazu führt, dass die Niederschläge quasi nicht in den Boden einsickern können. Herr Nehammer, in der jetzigen Regierung haben Sie sich ja mit den Grünen diesen Klimazielen verpflichtet, auch wenn es kein Klimaschutzgesetz bis dato gibt. In einer künftigen Regierung ist das auch Ihr Ziel. Diese Klimaschutzziele, die sollen 2040 mit wirklich strengen Maßnahmen erreicht werden, sonst drohen ja Strafzahlungen. Also vielleicht noch ganz kurz zu den vorher angesprochenen Punkten, was wichtig ist, Herr Kickl, nicht die Gemeinden machen die Raumordnung, sondern die Bundesländer. Die geben sozusagen den Rahmen vor und innerhalb dieser Rahmen dürfen sich die Gemeinden dann bewegen, sei es Gewerbeansiedlungen oder sei es Erweiterung der Lebbahnzone für leistbares Wohnen. Dort liegt aber das Problem. Und in Niederösterreich sind Sie ja in der Landesregierung als FPÖ. Das, was, finde ich, wichtig ist, auch da an dem Beispiel Unterschied Volkspartei, FPÖ, ist auch wieder hier schön sichtbar geworden. Was dem Herbert Kickl tatsächlich wirklich sehr gut gelingt, ist, komplexe Zusammenhänge einfach darzustellen. Sie sind schon so ähnlich in Ihren Wahlprogrammen, dass Sie die ganze Zeit betonen müssen, worin Sie sich unterscheiden. Also das ist wirklich ein Witz. Die Windrad-Thematik, das Thema Bodenversiegelung dominiert, sondern das Entscheidende. Wenn es nicht so ernst wäre als Thema, wäre es ja irgendwie auch witzig zuzuschauen, wie Sie sich jetzt beide doch mit diesem Thema Klimaschutz irgendwie rechtfertigen müssen und dann doch irgendwas dazu sagen müssen, weil es halt das Hochwasser einfach aufgezeigt hat, was alles falsch läuft. Ja. Das ist für Österreich ein zentrales Thema und das deckt sich dann gleichzeitig mit den Zielen der Europäischen Union, CO2 zu reduzieren, von der fossilen Energie weniger abhängig zu werden. Warum ist das aus meiner Sicht notwendig? Weil wir sehen, gerade für Österreich als Binnenland, wir sind sehr abhängig von fossiler Energie, wenn sie denn zu uns kommt. Das heißt, umso mehr es uns gelingt, erneuerbare Energie, und da sind große Erfolge erzielt worden, sei es in der Photovoltaik oder sei es eben auch in der Frage der Windenergie und vor allem, wo Österreich ein Vorzeigeland ist, in der Frage der Wasserkraft und, weil ich vorher davon gesprochen habe, dass Österreich zur Hälfte mit Wald bedeckt ist, der weiter wächst,
Wald und Holz nicht nur als Baustoff, sondern auch als Energieträger nutzen zu können. Also Österreich hat hier gute Voraussetzungen, damit diese Unabhängigkeit gelingt, damit wir tatsächlich freier werden, auch in der Frage der Investition, des Wirtschaften und nicht abhängig sind von seltsamen Weltmarktpreisen, die uns dann alle wieder in Nöte bringen. Dennoch sind wir abhängig nach wie vor vom russischen Gas. Herr Kickl, auch das ist eine Trennlinie. Sie wollen weiterhin russisches Gas beziehen und ich nehme an, die Klimaziele, denen würden Sie sich in einer Regierung nicht verpflichtet fühlen. Also ich denke, dass eines sehr wichtig ist, dass man sich nicht kritiklos und in einem politischen Herdentrieb all den Dingen unterwirft, die sich eine Europäische Kommission ausdenkt. Das ist in vielen anderen Bereichen wie der Migration auch schon nicht gut gegangen. Und ich glaube, dass man daraus lernen sollte, auch im Zusammenhang mit diesen Klimazielen. Aber das Problem, das wir in Österreich haben, ist ja, dass diese Klimaziele noch getoppt werden. Nicht? Also die Europäische Union gibt vor, die Klimaneutralität bis 2050. Dann kommt die österreichische Bundesregierung daher und sagt, nein, nicht 2050, sondern 2040, nicht? Und das ist ein kapitaler Fehler, Herr Nehammer, den Ihre Partei gemacht hat, ein so wesentliches Ressort wie das Energieressort und das Infrastrukturressort an eine Partei zu vergeben, noch dazu an eine Person zu vergeben, die, ja, ich möchte fast sagen, sektiererische Anwandlungen im Zusammenhang mit der ganzen Klimafrage hat. Für unsere Zuseherinnen und Zuseher, Sie meinen Leonore Gebers. Genau. Und das führt dazu, dass man dann genau das betreibt, was im Übrigen für die Rindernaturierung in Brüssel gestimmt hat. Ja. Nirgendwo zu sagen, wie wir das tatsächlich realistisch erreichen können, aber sich dann Strafzahlungen einzutreten, die dann dem österreichischen Steuerzahler quasi wieder auf den Kopf fallen. Das ist ein riesiges Problem. Und ich bin ganz bei Ihnen, dass wir die Abhängigkeit von externen Versorgungsquellen minimieren müssen. Aber auch hier geht es ums Augenmaß. Auch hier geht es darum zu sagen, ja, wie viel Zeit können wir uns dafür tatsächlich nehmen, um nicht das zu gefährden, was wir jetzt haben. Und machen da unterscheiden wir uns vielleicht ein bisschen. Wie lange wollen Sie denn russisches Gas beziehen? Ich glaube, dass die Frage des Ausstieges und der Energieautarkie, sage ich jetzt einmal, aus Erneuerbaren, keine Frage von einer oder zwei Regierungsperioden ist, sondern es ist vielleicht die Frage von ein oder zwei Generationen. Naja, das ist aber ein völliger Blödsinn, weil andere Länder haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von ein bis zwei Jahren aus dem russischen Gas auszusteigen und dafür halt amerikanisches, norwegisches oder sonstiges zu kaufen. Ja, ja, das kommt, dann würde er dir jetzt entgegnen, ja, aber dann sind wir ja wieder von wem abhängig, nur jetzt halt von den Amis. Ja, ist natürlich auch problematisch, aber die führen zumindest keinen Angriffskrieg in Europa. Ja, weil ich bin natürlich lieber von den Amis als von den Russen abhängig. Mhm. Aber klar, also der Ausbau der Photovoltaik, der Windräder, das ist das Entscheidende. Weil das Gute ist ja, dass jetzt mittlerweile auch die Batterietechnologie, so große Batterien werden jetzt neu entwickelt, die tatsächlich diese Energie über den Tag speichern können. Ja? Also du hast in Kalifornien das Stromnetz dort, hast du normalerweise gehabt, immer in der Früh und am Abend, wenn der Stromverbrauch am höchsten ist, wenn die Leute daheim sind, kochen, dann hast du immer Gas gebraucht. Ja? Die haben ganz viel Gas verwendet zu den Zeiten. Das machen wir in Österreich auch so. Und da hast du jetzt mittlerweile, ist der Gasverbrauch drastisch gesunken, weil nicht nämlich die Batterien, die sie hingestellt haben, jetzt die Sonne von zum Mittag speichern und dann eben am Abend abgeben. Ja? Und das gelingt dort super. Also da erwarte ich mir eigentlich, verspreche ich mir ganz viel, dass wir tatsächlich in Zukunft weniger Gas brauchen oder auch weniger Atomstrom oder weniger Kohlestrom. Das ist ja nicht so, dass wir in den letzten Jahren hier nicht das Gespräch gesucht hätten, insbesondere mit denen, die hier besonders betroffen sind. Also es ist ja eine dramatische Situation, in die dieses Land hineingeraten ist, nicht weil Dinge vom Himmel gefallen sind, sondern weil man fundamentale Fehlentscheidungen getroffen hat in dieser Regierung, im Übrigen Hand in Hand auch mit den anderen Parteien, die ich dann in ihrem Verbund als Einheitspartei bezeichne. Wir wollen ja bei Ihnen bleiben. Lassen Sie mich vielleicht einmal ausreden. Ja? Also das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja wichtig, weil damit sage ich ja, dass hier Fehlentscheidungen passiert sind, die man auch korrigieren kann. Und eine davon, und das ist der entscheidende Punkt, ist eine Rostkur, die man hier im Energiebereich durchführen will. Viel zu viel in viel zu kurzer Zeit und am Ende wird eines passieren. Das ist halt auch, also sozusagen, wenn er das vor 10 Jahren sagt, dann hat er einen Punkt. Aber mittlerweile das Aufstellen einer PV-Anlage, ja, um die Sonne als Stromquelle zu nutzen und das Aufstellen eines Windrads ist mittlerweile so billig, ja, genauso wie diese Batterien, die werden laufend billiger,
Das ist mittlerweile die billigste Energieform. Das ist, du kannst es am günstigsten erzeugen. Ja. Also es ist auch wirtschaftlich rentabel. Das ist es ja. Du musst jetzt nur die Stromnetze hinstellen. Das müssen wir tatsächlich machen. Ja. Die Stromleistungen bauen und diese Photovoltaikanlagen hinstellen. Ja. Und diese Batteriespeicher hinstellen. Aber da machen wir halt, also da ist viel weitergegangen in den letzten Jahren, aber da brauchen wir eigentlich noch viel mehr. Ja. Und dann brauchen wir keine Generation, sondern dann sind wir da in spätestens 10 Jahren, schaut das ganz anders aus als jetzt. Ja. Später und hat ganz viele Merkmale. Und wir können uns dann dieses Gas ersparen, das so teuer ist. Widerspruch. Das, was ich nur schon noch dazu sagen muss. Oder auch das Erdöl aus arabischen Diktaturen oder. Wir haben halt eine Diktatur gegen die andere tauscht. Gefühlt. Ja, aber wenn du russisches Gas gegen LNG aus Katar. Tatsächlich in Verantwortung, der das Verbrenner aus in Frage gestellt hat und mittlerweile ist die Europäische Union. Es kommt eher, dass also die Länder, die jetzt eben umgestellt haben. Ja, die holen sehr viele von den Amerikanern. Ja, von den Amerikanern, von Norwegern und Italien, also über Italien kommt dann auch was aus Algerien. Mhm. Aber ja, ab 2026 kommt dann aus auch Katar, kommt neues Gas online. Ich nehme an, da wird auch einiges nach Europa gehen. Ja. Aber vielleicht auch eben nach China. Ja. Ja, die Deals haben sie ja jetzt geschlossen, ne? In den letzten 2 Jahren. Diese Milliarden-Deals mit Katar. Sehr erfreulich. Tatsächlich braucht man Augenmaß und Vernunft. Ich habe es damals auch immer so genannt. Wir haben halt keine LNG-Terminals, weil wir keinen Mehrzugang haben. Aber wir kaufen es halt dann von den Deutschen oder Italienern ab. Ja, genau, das wird dann kaufst du so Rechte, dass du die Leitung nutzen kannst. Das hat die OMV auch gemacht, dass sie von der Niederlande das Gas pumpen kann. So eine Konzentration wie jetzt im Energieministerium wird es in der nächsten Regierung nicht mehr geben. Man sieht auch, wozu es führen kann. Das ist dieses Gewissler-Bashing und dieses Grünen-Bashing. Ist natürlich auch, das ist, es geht mir sehr am Nerv, ja. Also immer dieses. Warum, jetzt haben sie sie schon. Die Grünen sind die Schlimmsten. Jetzt haben sie jetzt auch schon versucht zu verklagen und es hat nicht funktioniert. Das ist ja alles lächerlich. Das ist total lächerlich. Vor allem, es ist halt auch total hinnig, wenn du dir denkst, so, versuch jetzt gegen das Ja zur Renaturierung zu argumentieren, nach dem Wochenende. Eben, es stellt sich ja heraus im Nachhinein, das war goldrichtig. Ja. Ja, das hätte man eigentlich schon viel früher machen müssen. Ne? In Österreich. Das heißt, und im Hochwasserschutz passiert ja genau das. Ja. Du tust ja eigentlich versuchen zu renaturieren. Ja. Weil sonst ist halt der Wienfluss in einem Betonbecken drinnen und wird zum reißenden Fluss statt zum kleinen Bächlein. Ja. Im politischen Tun habe ich mich eben genau dafür eingesetzt, dass es Forschungsfreiheit, Innovationsfreiheit und Technologieoffenheit in der Europäischen Union gibt, weil die Dampfmaschine ist nicht verboten worden, sondern durch etwas Besseres ersetzt. Und das gilt für alle zukünftigen Technologien. Und wir in Österreich haben eine gute Erfahrung gemacht in der sogenannten Forschungsprämie. Das ist eine Steuergutschrift, hat zu hohen Investitionen in Österreich geführt und wir sind mittlerweile das drittinnovativste Land innerhalb der Europäischen Union. Das heißt, im Gegensatz zu den anderen parlamentarischen Parteien oft, finde ich, wir müssen mit der Zuversicht die Probleme angehen und nicht immer nur die Probleme nennen und dann sozusagen von der Problemnennung auch politisch leben, das ist zu wenig. Wir brauchen tatsächlich diese Technologieoffenheit, das ist ja auch immer so ein Schlagwort, das beide verwenden. Mhm. Um halt irgendwie für die deutschen Autokonzerne und auch die österreichischen Zulieferer dann weiterhin den Verbrennermotor zu pushen. Nur der Verbrennermotor ist tot, ja. Also wir können nicht dieses CO2 in die Luft blasen. Ja? Das Einzige, wo sich noch entscheidet oder wo man vielleicht ein bisschen sagen kann, sie haben vielleicht einen Punkt, ist, in China sind jetzt gerade weniger die reinen Elektroautos der Renner, ja, das ist ja der modernste Markt irgendwie auch mit den meisten Elektroautos. Sie haben halt oft so Hybridautos jetzt, weil sich die Leute noch nicht sicher sind. Gibt es überall E-Tankstellen, wie ist die Reichweite und so. Man kann vielleicht sagen, okay, es soll halt der Verbrenner verboten, aber halt dann Hybrid und Elektro erlaubt werden und dann irgendwann halt nur mehr Elektro, ja, bis die Batterien gut genug sind. Ja. Aber dieses Technologieoffenheitsargument, du kannst halt nicht dieses CO2 ewig in die Luft blasen, ja, weil dann haben wir alle 5 Jahre oder alle 3 Jahre so eine Überschwemmung. Ja, beziehungsweise was mich so stört, ist halt quasi, dass die Leute so tun, okay, wenn wir jetzt Klimaschutz machen, dass man sich dann Technologien verwehrt. Man kann ja quasi, als wäre jetzt jeder Klimaschützer der Meinung, nein, neue Technologien auf gar keinen Fall. Ja. Also das ist halt der Spin, der halt gern Technologieaufwand ist das Gleiche. Ja. Also ich meine, wir haben jetzt die Situation, es gibt jetzt diese Solarenergie, es gibt die Windenergie und wir haben jetzt die neuen Batterien, die das speichern können. Ja. Das muss man nur noch ein bisschen verbessern und ausrollen, aber das wird gelingen. Ja. Und dann kommen sie mit Technologieoffenheit daher und sagen,
Wir brauchen Atomenergie, ja, also jetzt nicht die beiden. Ja, aber nur wenn es E-Fuels sind. In Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, ne, da ist das Argument der Technologieoffenheit. Wir machen da jetzt neue Atomkraftwerke, ja, die natürlich mega teuer sind. Ja, also mittlerweile, das ist unglaublich teuer, so Atomstrom. Es zahlt sich auch wirtschaftlich nicht mehr aus. Ja. Also ist ganz viel Lobbying da, ja, von der Gasindustrie, von der Atomlobby, die sagen, Technologieoffenheit, um ihre alten fossilen Produkte weiter zu pushen und damit sie halt noch 10 Jahre, noch 20 Jahre dran verdienen können, bevor es halt ausläuft. Ja. Gemeinschaft. Das ist eigentlich eine deutsche Initiative, wo sich europäische Staaten angeschlossen haben. Und deswegen finde ich es wichtig und richtig, das weiter fortzuführen. Natürlich werde ich das in einer Regierungsverhandlung verteidigen. Also unverhandelbar. Herr Kickl, eine Verständnisfrage. Sie sagen ja, damit würde die Neutralität abgeschafft werden. Nur zum Verständnis. Wenn es jetzt darum geht, Österreich zu verteidigen im Fall des Falles, dann hätte das Bundesheer mehr Geld, vielleicht auch mehr Gerätschaft, aber der Personalmangel, der da ist, der würde bleiben. Und alle hohen Militärs sagen, dass auch der Grund, dass die neutrale Schweiz bei Skyshield ist, mit aktuell 55.000 Soldatinnen und Soldaten können sie Österreich nicht verteidigen. Also wer soll uns dann schützen? Ja, Frau Schnabel, die Realität im Zusammenhang mit der Landesverteidigung ist wohl die, dass ein kleines Land, die einen Angriff einer Großmacht wahrscheinlich nicht abwehren wird können. Das ist die Realität auf der ganzen Welt, dem muss man sich stellen. Ja. Aber ganz kurz noch, bevor ich aufs Skyshield eingehe, etwas Wichtiges zum Thema Wirtschaft. Ja, Ivo Ackermann sagt im Chat, dass die Atomenergie sicher wieder auszahlt, wenn du die CO2-Bilanz anschießt. Ja, ich meine, das stimmt natürlich. Also die Schweiz hat die Kombination Atomstrom plus Wasser, ja, also plus Wasserkraftwerke. Wir haben nur Wasserkraftwerke und brauchen halt das russische Gas. Ja. Das stimmt schon, aber ich glaube, dass, wenn ich mir jetzt die technologischen Entwicklungen anschaue, dann werden wir tatsächlich dann wird irgendwann die Atomenergie viel zu teuer, weil die wird nämlich nicht billiger, im Gegenteil, es wird teurer, weil man nicht so viele Atomkraftwerke bauen und auch, weil natürlich die Sicherheitsanforderungen immer höher werden. Und bei einer PV-Anlage, bei einer Windenergie, ja, da brauche ich nicht irgendwie verhindern, dass mir da Radioaktivität austritt. Ja. Also das wird halt eigentlich in Wahrheit immer billiger. Also das ist schon die Zukunft. Ja. Große Diskrepanz zwischen der Reichweite dieser Raketen und dem Aggressor. Das ist deswegen interessant, weil ich mich frage, wovon sie dann eigentlich ausgehen. Dass Russland möglicherweise dann schon irgendwo in Ungarn steht oder in Polen oder in Tschechien. Wenn das der Fall ist, Herr Nehammer, dann wird Ihnen Skyshield auch nicht mehr nutzen, weil dann sind wir nämlich in einem Krieg zwischen Russland und der NATO und dann wahrscheinlich sind alle Dämme gebrochen und vieles läuft ja darauf hin, dass wir dieses Eskalationsszenario, ja, dass das von Seiten der Europäischen Kommission auch mit ihrer Unterstützung weiter vorangetrieben wird. Und jetzt noch etwas. Natürlich ist das ein Bruch der Neutralität, Herr Nehammer. Natürlich, weil Sie in dieses Bündnis, wo allein auf dem Papier, mit dem das eingeleitet wird, auf zwei Seiten 11-mal das Wort NATO vorkommt. Integrierte Luft- und Raketenverteidigung der NATO, europäischer Arm der NATO, Kommandostruktur der NATO, ja, weil sie damit zu einem Zeitpunkt, wo sich NATO-Staaten bereits im Konflikt mit Russland befinden, in dieses Bündnis einsteigen. Das ist nicht nur einfach eine Einkaufsgemeinschaft, weil das Ganze auch nur funktioniert, wenn man es miteinander koordiniert. Und mein Vorwurf an Sie ist, dass Sie durch diese Teilnahme Österreich zu einem Angriffsziel machen. Das ist das Problem. Ja. Sie stehen dann de facto mit NATO-Staaten im Verbund. Das ist ein NATO-Beitritt durch die Hintertür. Und da sage ich Ihnen als freiheitlicher Politiker, da haben die Österreicher meine und unsere Garantie, dass keine Familie einen jungen Mann in Österreich dafür hergeben wird müssen, dass er dann irgendwo als Handlanger der NATO-Interessen irgendwo in einen Krieg ziehen muss. Herr Nehammer, bitte. Wenn wir jetzt dabei sind, muss man sagen, Herbert Kickl tut so gerne, als ob Österreich bis dato noch nichts mit der NATO zu tun hat. Aber Österreich ist in so einer Liste von Ländern, die so strategische Partnerschaften mit denen haben. Obwohl Österreich neutral ist, gibt es gemeinsame Übungen, gibt es auch teilweise gemeinsame Einsätze wie im Kosovo. Also ist es nicht so, als hätte Österreich überhaupt nichts mit der NATO zu tun, gar keine Berührungen bisher gehabt und nur Skyshield ist jetzt da irgendwie so ein bisschen eine schwammige Zwischenlinie. Ja. Na, es gibt schon militärische Zusammenarbeit mit der NATO, nur halt in ist das österreichische Bundesheer nicht, das nennt man, es ist nicht, Frieden bringen, sondern friedenserhaltend, sagt man da. Ist zum Beispiel im Kosovo, da sind österreichische Soldatinnen und Soldaten und bewachen Gebäude und sowas im Zuge einer NATO-Mission. UNO-Mission, Entschuldige.
etwas dafür tun. Man muss auch investieren, ja, das ist ja, man also muss in den Schutz der Die Österreicher werden ja dann immer nur bei UNO-Missionen eingesetzt. Ne? Richtig, richtig. Aber in zwischen der NATO und in Österreich besteht so strategische Partnerschaft, glaube ich, heißt das. Das sind andere Nicht-NATO-Staaten auch drin, die aber trotzdem mit NATO-Verbänden teilweise Übungen abhalten. Besser zu schützen als davor. Wir werden das tun das und umsetzen. Wir sind gemeinsam mit der Schweiz. Den Kickl tut immer nur so, als wenn so, nein, wir haben überhaupt nichts mit denen zu tun. Wir sind komplett neutral, wir machen gar nichts, aber es stimmt nicht. Ja gut, wir sind auch umgeben von NATO-Staaten. Ne? Richtig, ergibt eh Sinn. Buch der gleiche sein muss, dass man Menschen auch schützt. Also. Und natürlich nutzt man das Know-how der anderen, genauso wie, dass man sein eigenes Know-how zur Verfügung stellt. Wir sind ja auch Vollmitglied der Europäischen Union. Partnerschaft für Frieden und Sicherheit, so heißt das. Danke, Elite-Kampfsocke. Du machst deinem Usernamen alle Ehre. Der Name ist Programm, der Username. Dann schauen die einzelnen Finger, wir wiegen gar nichts, aber gemeinsam bilden sie eine Faust. Und wenn es um die österreichische Landesverteidigung geht, braucht es Geschlossenheit, das beste Gerät und wir rüsten gerade nach das österreichische Bundesheer. Da ja, ich glaube, das dauert noch. Das ist wirklich ganz erst am Anfang, diese Technologie. Also wenn wir auf die warten, dann ist der Planet vorher unbewohnbar. Dass wir jetzt die Stunde nutzen, um uns darauf vorzubereiten, dass die wehrhafte Demokratie tatsächlich wehrhaft ist und vor allem, wenn uns Neutralität wichtig ist, und sie ist mir wichtig, dann müssen wir sie glaubhaft leben. Und glaubhafte Neutralität gelebt heißt, eigenständig für seine Sicherheit sorgen. Das ist interessant, es geht null um Wirtschaftspolitik und null um Sozialpolitik. Ja. Voll. Also es geht nur, und es ging bis jetzt auch noch gar nicht um Asyl. Ja, ja, es geht auch nicht um Migration. Ja. Aber jetzt. Gesprächen vielleicht eine sehr davor schon nämlich eine sehr große Rolle spielen wird. Es ist ein Punkt, den der Bundespräsident eingebracht hat vor gut 2,5 Jahren, woran er das festmachen möchte, nämlich eine künftige Regierung muss eine proeuropäische Haltung haben und sie muss geschlossen sein. Und jetzt sind wir noch einmal beim Angriffskrieg Russland. Er ist mir damals unter Hanno Settele gegenüber gesessen und es ging um die Sanktionen. Um die zu bestimmen, mitzubestimmen auf Brüsseler Ebene, beziehungsweise auch ein Hilfspaket, braucht es Einstimmigkeit. Herr Kickl, Sie sind dagegen. Würden Sie einlenken für eine Regierungsbeteiligung? Und Herr Nehammer, ist das eben, um mit den Worten des Bundespräsidenten zu sprechen, eine Bedingung für eine nächste Regierung, hier auf EU-Ebene geeint aufzutreten? Wer soll anfangen? Bitte. Also es ist kein Geheimnis, dass wir keine Unterstützer dieser Sanktionen sind. Aus dem einfachen Grund, weil Sanktion ist ein schönfärberisches Wort für einen Wirtschaftskrieg. Und Wirtschaftskrieg ist eine andere Form von Kriegsführung. Und man kämpft heute nicht mehr mit Waffen. Cyberkrieg ist eine andere Form von Kriegsführung. Und das macht Russland seit 15 Jahren mit uns. Und Sie können sich vielleicht erinnern, als das losgegangen ist. Es war ähnlich wie bei den Waffenlieferungen. Man hat zunächst gesagt, man sanktioniert eigentlich nur einen ganz, ganz kleinen Kreis von Leuten, die Oligarchen rund um Putin herum, um dort eine entsprechende Wirkung zu entfalten. Und mit jedem Monat und mit jeder Woche in der Zwischenzeit ist es mehr geworden und mehr geworden und mehr geworden. Ja? Ähnliche Entwicklung haben wir bei den Waffenlieferungen. Man hat mit Helmen begonnen und in der Zwischenzeit diskutiert man darüber mit Unterstützung ihrer Partei, ob man nicht mit irgendwelchen Mittelstreckenraketen auch Russland selbst beschießen kann. Was das bedeutet, das möchte ich mir gar nicht ausmalen. Und deshalb glaube ich, dass der entscheidende Schritt der ist, dass wir rauskommen aus dieser Eskalationsspirale. Also nein. Und Frau Schnabel, und das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt, ich bringe dieses Beispiel, weil es mir so leid tut, dass es Persönlichkeiten dieser Größe heutzutage nicht gibt. Kennedy und seine Friedensrede 1963. In einer Phase, als die Welt vor einem Atomkrieg gestanden ist. Ja? Und jetzt weiß ich, und das ist, glaube ich, die Überzeugung von uns allen, dass Kennedy auf der richtigen Seite war, nämlich auf der Seite der freien Welt. Aber er hat eines erkannt. Er hat eines erkannt, wenn er auf dieser Position beharrt und wenn er weiter nichts anderes sagt als ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht, dann ist es möglich, dass das in der Totaleskalation endet. Und er hat etwas gemacht. Er hat gesagt, trotz aller dieser Unterschiede muss einer den ersten Schritt machen und eine neue Ebene aufmachen. Und das hat er damals getan in dieser legendären Rede, die von den Russen dann auch angenommen wurde. Und das war, und Moment einmal, aber das war der Beginn einer Entspannungspolitik, die dazu geführt hat, vielleicht, dass wir heute noch da stehen. Ja, aber wird das uns Österreich sein? Muss man sagen, der Westen hat jahrelang Entspannungs- und Appeasement-Politik Russland gegenüber betrieben, mit einem alles immer probiert, immer wenn sie eskaliert haben, Treaties geschlossen, Verträge unterzeichnet, die Russland jedes einzelne Mal gebrochen hat, weil Kickl das so gerne sagt. Jeden Vertrag, jeden Friedensvertrag, jede Vereinbarung, die jemals mit Russland geschlossen worden sind, hat Russland gebrochen.
treten. Das heißt, deshalb zu sagen, ja, man muss doch einfach nur mit Russland verhandeln, ist so gut. Für das was, dass die Ukraine abrüstet und Putin dann den Vertrag wieder bricht und er sich dann halt in 2 Jahren komplett snackt, weil es kein Militär mehr hat? Schwierig. Tatsächlich persönlich bei Wladimir Putin und davor in Kiew und war selber auch am Massengrab in Butscha. Das war gerade eine Woche, nachdem die russische Armee sich vom Versuch, Kiew einzunehmen, zurückgezogen hat und an dem Versuch gescheitert ist. Dann ist der ganze Angriff im Osten verstärkt worden, den wir jetzt noch immer erleben. Und das Thema ist, auf der einen Seite braucht es das klare Signal, dass die Ukraine nicht alleine und im Stich gelassen wird. Warum ist das wichtig? Weil der russische Präsident sonst völlig falsche Signale bekommt. Er reagiert auf jedes Zeichen von Schwäche. Und auf der anderen Seite braucht es alle Kanäle, und ich war ja nicht nur bei Wladimir Putin, weil du gerade antwortest, bei Zelensky, Stifter, sondern wenn ich habe auch mit Putin verhandelst, verkaufst du die Ukraine. Dann überlässt du sie ihr im Schicksal, weil er den Vertrag nicht einhalten wird. Das ist kein Frieden, das ist einfach nur Pause zugunsten Putins, dass er aufrüsten kann. Frieden schließt zu seinen Bedingungen und damit das Signal an ihn und alle anderen sendest, dass Gewalt und Krieg wieder ein probates Mittel ist, um seinen politischen Einflussbereich zu erweitern. Und das versuchen viele Länder mit gutem Grund zu verhindern. Das Entscheidende ist in dieser Phase, dass es einen Punkt gibt, und es gibt viele Kräfte, die hinter den Kulissen daran arbeiten, dass eben auch die russische Seite beginnt zu erkennen, dass sie mit Krieg keinen Erfolg haben wird. Und das ist genau der wesentliche Punkt. Das, warum es ja diese Sanktionen gibt und warum es diese Geschlossenheit der Europäischen Union gibt, hat ja eine zutiefst moralischen Hintergedanken auch aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Man hat sich damals darauf verständigt, nie wieder Krieg auf dem europäischen Kontinent. Und wir haben wieder Panzer, Marschflugkörper, Drohnenangriffe auf dem europäischen Kontinent. Man versucht, politische Grenzen in Europa wieder mit den Mitteln des Krieges zu verschieben. Das ist genau der Grund, warum man es nicht einfach zur Kenntnis nehmen kann, sondern man muss aufzeigen, dass das der falsche Weg ist. Das sind die Sanktionen dahinter. Und übrigens auch da, es ist weder Gas sanktioniert, noch sind es die Ölsaaten, noch sind es die Düngemittel. All das hat man eben nicht getan. Das ist russische Propaganda, die immer wieder verbreitet wird. Das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Und wir haben nur noch ein paar Minuten. Ja, also es gab ja ab und zu den Vorwurf an diese Duelle und diese auch die Elefantenrunden, dass irgendwie nie Außenpolitik diskutiert wird. Mhm. Das ist heute sicherlich nicht der Fall. Bereitschaft immer braucht und Wege gesucht werden, aber die gehen nicht laut vor sich, sondern hinter den Kulissen. Da würde ich gerne noch eine kurze Frage dazu stellen, weil das von Relevanz sein wird. Wenn die Europäische Union so überzeugt davon ist, dass das der einzig richtige Weg ist, was werden Sie denn machen oder was wird die Europäische Union machen, wenn nach den Wahlen in den USA, und ich glaube, es ist egal, wer von den beiden Kandidaten diese Wahl gewinnt, dort eine andere Strategie gefahren wird? Weil die Amerikaner nämlich aus machtpolitischen Interessen heraus eines nicht haben wollen. Das ist eine zu große Annäherung Russlands zu China. Was würden Sie machen, wenn die Amerikaner sich zurückziehen und sagen, wir machen bei diesen Sanktionen nicht mehr mit, wir stellen diese Waffenlieferungen ein? Replik dann von Herrn Nehammer, die Nettozahler der Europäischen Union das alles. Wie soll das funktionieren? So, bitte Replik von Herrn Nehammer. Zum einen ist schon die sogenannte Annäherung zwischen der Russischen Föderation und China gerade für die Russische Föderation mehr als eine dramatische Gratwanderung in ihrer eigenen Außenpolitik, weil China oftmals in der Geschichte sogar militärisch der Feind war. Also das bedeutet auch, dass für den russischen Präsidenten es mehr als unangenehm ist, abhängig zu sein neben einer Großmacht, die ständig größer, nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich immer stärker wird, versus Russland sich komplett auf Kriegswirtschaft eingestellt hat und in dem Moment, wo der Krieg endet, auch die russische Wirtschaft schwersten Schaden von dieser Maßnahme genommen haben wird. Das heißt also, man muss das Zusammenwirken immer suchen. Man muss gemeinsam mit dem Verbündeten weltweit, und es ist nicht nur die USA oder es ist nicht nur Europa. Wir haben es eben im vorherigen Duell besprochen. Außenpolitik war sehr wenig ein Thema. Und ich muss aber auch sagen, ich habe das Gefühl, dass auch die Moderation sich ein bisschen verändert hat. Weil es gab ein, zwei Duelle, wo ich echt, also der Leo hat gemeint, bei einem Duell, das wir gemeinsam angeschaut haben, man kann nicht sagen, wer gewonnen hat, aber verloren hat auf alle Fälle die Moderation. Ja, wobei man muss sagen, Nehammer reißt sich auch mehr zusammen, ja, er unterbricht nicht dauernd. Also es ist. Wenn die sehen ja dann die Kritik auch, es wird ihnen ja danach gesagt, hey, so kam das an, das wurde geschrieben. Ja. Also. Das ist auch gemeinsames Verständnis, auch europäischer Erfahrung aus den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Russische Desinformation. Aber wenn Kiki gesagt hat, dass sich die USA vielleicht dann irgendwie zurückziehen und den Ukraine-Krieg nicht
weiterführen wollen, die Ukraine nicht mehr unterstützen wollen. Das glaube ich nicht, also weil die Ukraine war jetzt schon irgendwo ein Verbündeter der USA, ja, und wenn du einfach sagst, okay, ich werfe meine Verbündeten unter den Bus, ja, und unterstütze die nicht mehr, dann wird doch niemand mehr den USA glauben, wenn sie sagen, sei mein Alliierter, ja, dass sie ihn dann auch dass die dann auch im Notfall unterstützen werden. Ja. Ich meine, was denkt sich dann Taiwan, wenn jetzt die USA die Ukraine fallen lassen würden? Ja? Das geht natürlich nicht. Oder was denken sich dann die Philippinen oder so, wo die USA versuchen, im Pazifik zu sagen, wir bilden eine Anti-China-Koalition und wenn die euch angreifen, sind wir da und wir verteidigen euch. Ja, das glaubt ja dann niemand mehr. Ja? Also das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Wir sind bei dem letzten Punkt jetzt angekommen in der Debatte und das ist Asyl und Migration. Ja. Sehr sneaky Move von der Frau Schnabel, dass sie dieses Thema, bei dem die beiden Kandidaten sicher eine Stunde lang reden könnten, ganz ans Ende gibt mit wenig Zeit. Wie schaffen wir tatsächlich, illegale Migration zu bekämpfen? Und da hatten wir heute schon im Sendungsverlauf einen wesentlichen Hinweis und der Weg muss aus jetzt meiner Sicht gegangen werden. Österreich setzt sich... Die Frage, die wir vorgefragt haben, wer mag Ausländer weniger? Dass der Außengrenzschutz gestärkt wird. Wir kriegen sogar den EU-Kommissar in dieser Frage. Also man sieht, die österreichischen Anstrengungen sind gesehen worden. Wir haben die illegalen... Nicht so ganz aus, dieser EU-Kommissar, weil der war ja eigentlich Finanzminister, aber gut. 97% reduziert. Das ist einerseits durch polizeiliche Kooperation gelungen, aber andererseits auch durch konsequentes Vorgehen der Polizeibehörden. Wir haben letztes Jahr über 700 Schlepper verhaftet, aber das ist mir nur wichtig. Ja, kurzum, Sie sagen, das geht nur europäisch mit dem Asyl- und Migrationspakt, der 2026 in Kraft tritt. Darf ich nur meinen Gedanken noch fertig führen, weil sonst ist er unpräzise. Das, was auch da wieder Herbert Kickl gut versteht, ist, er gibt ein komplexes Problem, zeigt an und für sich plausible Lösungswege, die nur leider in nichts verlaufen, weil sie so nicht umsetzbar sind. Das Entscheidende ist, wir müssen den Druck an den Außengrenzen reduzieren, damit tatsächlich die illegale Migration gestoppt wird. Das geht durch Asylverfahren in sicheren Drittstaaten. Das geht um konsequente Rückführungen mit großen Abkommen von Seiten der Europäischen Union, auch mit Nordafrika, auch mit Sonderabkommen, so wie es Österreich mit Marokko getan hat. Sie sprechen es geht immer nur mit Zusammenarbeit. Und Migrationspakt. Und deswegen meine letzte Frage noch, Herr Kickl, zu diesem Thema. Aus dem wollen Sie aussteigen. Und Sie wollen das national lösen. Wir haben folgendes großes Problem und wir haben dieses Problem seit dem Beginn dieses ganzen Desasters im Jahr 2015-16, als ja auch die ÖVP auf der Seite derer, die diese Völkerwanderung begrüßt und unterstützt haben, gestanden ist. Das Problem ist, dass wir aus dem Reparaturmodus nicht herauskommen. Das ist das große Problem. Die Frage ist, Sie wollen das nur national lösen. Noch einmal, der entscheidende Punkt ist, dass wir eine totale Umkehr in unserem Denken und in unserem Handeln, was das Asyl betrifft, zustande bringen. Das ist die Festung Österreich. Ich würde mir wünschen, Frau Schnabel, dass es eine Festung Europa gibt, so wie es eine Festung Australien gibt. Ja, die aussteigen gibt's, ja. Oder nicht, Herr Die Kickl, gibt es ja. Jetzt noch einmal, jetzt hat er sehr lange gesprochen, jetzt darf ich bitte auch noch ein bisschen was sagen. Ja? Wenn die Europäische Kommission hergehen würde und sagt, wir wollen das haben, wir machen eine Festung Europa und wir kommunizieren so offensiv nach draußen, wie es die Australier tun. No way, ihr habt keine Chance, wir wollen niemanden von euch, dann wäre das der richtige Weg. Der EU-Migrationspakt ist nichts anderes als eine Mogelpackung, wo man zum 10. Mal davon spricht, dass man jetzt die Außengrenzen sichert, was auch immer das bedeuten soll. Von Verteidigen spricht dort kein Mensch, von Pushbacks spricht dort kein Mensch und gleichzeitig sagt man, naja, aber wenn ihr es dann einmal geschafft habt, auf den Boden der Europäischen Union, Pushbacks dann verteilen sind wir übrigens uns. Illegal, nur um das mal so in den Raum zu werfen. Und dann sagt Herbert Kickl so tut, als wäre das ein komplett normales Mittel. Es wird gemacht, teilweise, aber es ist illegal. Gar keinen Stopp dieser Völkerwanderung, sondern man will ihn nur anders organisieren. Und deswegen sagen wir, ja gut, dann müssen wir uns selber helfen und dann wird es viele kleine Festungen geben. Eine Festung Österreich, eine Festung Ungarn, eine Festung... Ich meine, das mit diesen Festungen ist ja auch lustig, weil beide wollen ja mehr Arbeitsmigration. Also es ist sozusagen, sie wollen ja gar nicht weniger Ausländer, ja, sondern sie wollen halt nur kein Asyl. Ja, aber eigentlich wollen sie ja trotzdem... mehr Menschen aus dem Ausland, weil man natürlich auch die Leute brauchen. Es ist ja einfach so, dass die Österreicher zu wenig Kinder kriegen. Also man könnte die Bevölkerung, die man jetzt hat, gar nicht wirklich ersetzen. Ja. Hm. Also die Pflege würde kollabieren. Ja. Du würdest kein einziges Paket bekommen, weil schau dir an, wer Paketbote ist. Ja. Oder schau dir an, wer Reinigungskräfte sind. Ja. Das sind ganz viele ausländische Mitbürger.
Also es ist alles sehr, sehr undurchdacht aus wirtschaftlicher Sicht. Mhm. Wir sind jetzt fertig mit dem Duell. Die Frau Schnabel verabschiedet sich von uns. Jetzt kann ich den Kopfhörer rausgeben. Und ja, Oliver, was sagst du? Wie war das Duell? Ja, also es war eine interessante Abwechslung, dass über Außenpolitik geredet wurde, eigentlich so viel und so lang und auch am Anfang, gut, das war zu erwarten, so über Klima und Hochwasser, ja. Und erstaunlich wenig über Migration, also ich hätte mir gedacht, das nimmt vielleicht einen größeren Teil ein. Ich muss auch sagen, dass sich die beiden eigentlich nicht, also was wir am Anfang erwartet hatten mit, sie werden bei jeder Frage irgendwie umlenken zum Migrationsthema, das war eigentlich nicht der Fall, sondern sie haben versucht, die Fragen zu beantworten. Nehammer war ganz anders als im Duell gegen Babler oder Meinl Reisinger, hat nicht dauernd unterbrochen, sondern... Ja, das war anstrengend. Ja, also sondern jetzt war er eher wie ein normaler Mitdiskutant, ja, der sich nicht so wie der Klassenraudi aufführt oder der Schulhof-Pausenraudi. Sie haben sich vielleicht dann doch zu Herzen genommen, was die Leute an Kritik geäußert haben, beziehungsweise möglich, wir haben jetzt nur noch 6 Tage bis zur Wahl. Ja. Also lang ist es nicht mehr. Glaubst du, werden diese Duelle, die wir jetzt gesehen haben, auch die davor, die jetzt halt die ganzen Wochen waren, und ich meine, es ist ja wirklich unmöglich viel los. Also es ist ja, Elefantenrunde nach Duell, nach es Interview. Ist viel, es ist ja, wenn du Sender wechselst, kannst du dir jeden Tag 10 Stunden lang so ein Programm geben. Jetzt ist die Frage, glaubst du, gibt es sehr viele Leute, die sich diese Duelle ansehen und noch nicht wissen, wen sie wählen und dann anhand dieser Duelle ihre Wahlentscheidung jetzt noch treffen? Weil das frage ich mich immer. Ist es so Polit-Entertainment für Leute wie uns, die als, sich das ganz gerne anschauen? Also wenn man anschauen, sich oder? So den Politikwissenschaftlern oder den Politikanalysten, die im ORF auftreten, zum Beispiel, wenn man denen zuhört, dann heißt es immer, naja, meistens ist das nur so Festigung der eigenen Meinung und es ist quasi Entertainment und es bewegt gar nicht so viel an Stimmen. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass das für Österreich auch stimmt, weil ja doch die Leute haben bei der EU-Wahl schon mal gewählt. Ja, also da musstest du dich ja schon jetzt irgendwie deklarieren. Mhm. Es hat sich seitdem nicht sozusagen dramatisch was verändert. Es war der Sommer dazwischen. Da interessiert sich keiner für Politik. Aber ja, ich würde sagen, also irgendwoher müssen da natürlich auch die Meinungen der Leute kommen, ja. Und sozusagen, man muss sich ein Bild machen von den Kandidaten und Kandidatinnen. Und das in einer modernen Demokratie mit so vielen Menschen passiert es ja nicht dadurch, dass ich mit der Person am Marktplatz irgendwie rede und persönlich oder die persönlich kenne, sondern es passiert halt über die Massenmedien. Insofern sind natürlich diese Duelle oder auch das, was man ansonsten an Nachrichten mitkriegt, ist ja dann trotzdem die Form der Meinungsbildung, wo ich halt dann mir persönlich meine Meinung bilden muss, wen ich wähle. Ja. Ich meine, einerseits heißt es, sind auch jetzt eben deshalb, weil es halt diese Wahlen jetzt schon gab im Frühjahr, sind nicht mehr so viele Stimmen am Markt. Andererseits, das Hochwasser wird vielleicht nochmal ein bisschen was, ein bisschen die Themen verschoben haben. Ja. Sonst hätte sicherlich die Medienlandschaft sehr stark auf das Thema Migration fokussiert, im Interesse sozusagen der größeren Regierungspartei. Aber vielleicht bewegt das nochmal ein bisschen was, ja, dass sich einfach, wenn sich, also das ist ja schon auch bekannt aus der Politikwissenschaft, dass die, wenn sich die Themenlage verschiebt, dann verschiebt sich auch die Wichtigkeit der Themen für die Wähler. Und wir haben ja noch 6 Tage, wer weiß, was noch passiert. Ja, das Hochwasser ist eigentlich schon das, was passiert ist. Ja. Also das ist eigentlich schon ein Riesenevent, der die Themenlage komplett verschoben hat zu diesem Hochwasserthema und wieder ein bisschen zu dem Klimathema. Und Renaturierung, darüber hat niemand mehr gesprochen. Genau, ja. Und es war eher sozusagen die böse Gehwessler das Feindbild und jetzt kann eigentlich niemand großartig was dagegen sagen. Ich meine, es gibt unterschiedlich, ich habe versucht ein bisschen das auch so wissenschaftlich, also ich bin ja kein Politikwissenschaftler, aber ich habe mir versucht, ein paar Studien zu ergoogeln. Und da gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Also das eine Ergebnis zum Beispiel ist, dass eine Parlamentswahl in Deutschland, die stattfand kurz nach dem Hochwasser dort, dass das hat ein bisschen was zu den Grünen hin verschoben, weil das Thema Hochwasser halt dann da war. Ja, diese Studie wird eh sehr viel zitiert in der letzten Woche. Ja, aber sozusagen auch nicht so viel. Ja. Also das hat also vor allem in den betroffenen Gebieten, was ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren so 1,6% haben dann mehr die Grünen gewählt. Aber es gab natürlich, die meisten Gebiete waren halt dann auch eben nicht betroffen. Mhm. Auch in Österreich sind ja die
sozusagen manche Gebiete sehr schwer betroffen und andere, also als Wiener, ja, wenn du da jetzt nicht bei den bei irgendwo vielleicht dann doch dein Keller betroffen war oder du im 14. Bezirk da bei diesen Bauhäusern lebst, wo tatsächlich schwere Überschwemmungen waren, dann hast du das eigentlich jetzt schon wieder vergessen, diese Woche, weil es dich nicht betrifft, ja. Da bildest du deine Wahlentscheidung natürlich wahrscheinlich dann eher nicht anhand des Hochwassers. Ja. Es gab auch eine andere Studie, die ein bisschen größere Effekte gesehen hat. Also was mich da, glaube ich, was ich mit Spannung verfolgen werde, ist sicherlich das Wahlergebnis der Grünen, ob das da noch irgendwo was tut. Vor allem in den Gebieten in Niederösterreich, wo genau, es richtig arg war. Genau, und was jetzt normalerweise nicht unbedingt das grünes Kernland ist. Ja. Und ob sich auch noch irgendwas zwischen ÖVP und FPÖ tut, ja, weil der Kanzler war, ich meine, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, der Kanzler war wirklich natürlich jetzt viel in den Medien als Krisenstabsvorsitzender und ähnliches. Und die Opposition hatte eigentlich in dieser Zeit nicht viel zu melden. Ja. Also, weil wenn du dich selber irgendwie so inszenierst in Gummischuhen, dann fragen sich die Leute, wieso tust du so, als würdest du helfen? Ja. Hilft doch irgendwie mit. Also da finde ich, hat Babler doch irgendwie eine gewisse... Der hat ein gutes Hybrid-Ding fahren können, weil er als Bürgermeister... Genau, also weil er da natürlich tatsächlich bei der Feuerwehr dabei ist und ich glaube, Löschmeister oder so irgendwas ist und da auch mithilft. Ja. Aber ob das sozusagen wirklich so eine nationale Sichtbarkeit hat, also jetzt sind sozusagen in diese Duelle gehend, glaube ich auch nicht, dass Barbara jetzt irgendwie als der große Hochwasserheld gesehen wird. Ja. Ich glaube es auch von Nehammer nicht. Aber vielleicht hat es doch ein bisschen was verändert und vielleicht... Also zwischen ÖVP und FPÖ, vielleicht sind die Umfragen da doch knapper, als sie jetzt sind, ja, in Wahrheit. Und vielleicht kann das da noch ein bisschen was tun. Und vielleicht tut sich beim Ergebnis der Grünen noch was. Oder auch beim Ergebnis der SPÖ, ja. Auch am Schluss wird es ja auch noch sehr entscheidend. Das, glaube ich, merkt man auch ein bisschen jetzt mit dieser, wo sich es am Schluss zuspitzt. Die Bierpartei ist schon irgendwo im freien Fall auch gerade. Da war ja eigentlich hat man geglaubt, dass es garantiert, dass sie reinkommt. Aber im Moment ist das wieder unsicher. Auch die KPÖ ist ja nicht sicher, dass sie reinkommt. Also, dass sich da vielleicht noch einmal viele Stimmen auch zur SPÖ dann im Finish noch gehen, könnte auch sein. Ja. Also, ich glaube, es kann sich schon ein bisschen was verändern. Gerade auch, weil die Wahlergebnisse der letzten Wahlen, also auch der kleineren Wahlen in Innsbruck und so weiter, dann doch ein bisschen anders ausgegangen sind als die Umfragen davor. Also, es bleibt schon noch spannend. Ja. Es bleibt spannend und zwar genau bis Sonntag. Denn am Sonntag ist die Wahl und das bleibt jetzt ein perfekter Punkt, um ein bisschen Werbung zu machen, weil wir machen natürlich auch am Sonntag eine Wahlsendung. Im bekannten Setting. Wir haben hier einiges für euch mit euch vor. Wir machen im Prinzip Ähnliches wie jetzt. Also, wir schauen gemeinsam Hochrechnungen, wir haben ein paar Leute da, wir reden miteinander, wir trinken ein bisschen was, wir weinen gemeinsam. Und das Ganze startet um 16 Uhr, also eine Stunde vor der ersten Hochrechnung. Die erste Hochrechnung kommt um 5 und wir freuen uns sehr, wenn ihr mit dabei seid. Eben am Sonntag um 16 Uhr einschalten und morgen um 18 Uhr, wie immer. Dann gibt es wieder mich alleine bei Moment Live. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich habe gesehen, wir hatten teilweise über 125 Zuseher live, was mich extrem freut. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mitgeschaut habt, dass ihr geliked habt, dass ihr jetzt im Chat geschrieben habt, dass ihr auch sehr viel diskutiert habt. Oliver, ich danke dir, dass du mit dabei warst. Ja, gerne. Danke für die. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, hat es. Es gibt... waren zwei spannende Duelle. Ja, die letzten. Wir sehen uns dann vielleicht am Sonntag wieder, eventuell. Ja, und mal schauen. Ja. Ich weiß nicht, was eure Planung ist. Ja, ich auch nicht. Aber das werden wir noch herausfinden. Auch an dieser Stelle Dank an unsere Regie, die hier hinten sitzt, die natürlich darauf achtet, dass hier alles schön funktioniert, dass wir halbwegs gut ausgeleuchtet sind. Ich habe auch vorher im Chat gesehen, habt jemand Props gegeben. Also, weil alles so schön sich anhört und aussieht. Also an der Stelle auch nochmal. Also, meine Lieben, wir sehen uns morgen um 18 Uhr, übermorgen auch, übermorgen auch und am Wahlsonntag um 16 Uhr. Ich wünsche euch was. Ich sage Tschüss, Baba. Gute Nacht.